Schön, dass Sie dabei sind, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie wissen ja, Ihr Interesse ist unser Lohn. Die Fachgruppe Medien vom katholischen Frauenbund vom Kanton Aargau hat sich sehr, sehr beklagt über unsere Sendung. Sie hat das brieflich gemacht, sie hat eine Beschwerde geschrieben, sie hat eine Gegendarstellung auf eine Gegendarstellung verlangt in der aargauischen Weltpresse. Und darum haben wir jetzt eine Vertreterin vom Aargauischen Katholischen Frauenbund Fachgruppe Medien da. Es ist Rosmarie Rockenmoser-Johansson und sie wird diese Sendung jetzt protokollieren. Einfach unbestechlich wird sie aufschreiben, was ihr nicht gepasst hat an dieser Sendung. Und das wird dann in dem Frauenbund, in der Fachgruppe Medien vom Aargauischen Katholischen Frauenbund diskutiert. Aber wir lassen uns nichts anmerken. Wir machen die Sendung genau so, wie wenn nichts wäre. Herr Donki, eine Frage. Ja, wissen Sie, es schießt mich an, weil ja, es gibt nur... Sie so wie Sie redet, das geht nicht. He? Bitte einfach ein bisschen diszipliniert, weil jetzt haben wir ja Leute da... Ich habe ihn extra rausgenommen. So, Sie haben es vielleicht gesehen, Fußball. Sehr eine interessante Situation haben wir da gehabt. Sie mögen sich erinnern, Lausanne St. Gallen. Göpp wird da am Bundesrat Ogi vorbeitreten. Jetzt müssen Sie mal schauen, was er macht. Wir haben einfach ein bisschen drauf geschaut. Sportminister, er freut sich. Ja, danke vielmals. Und trinkt. Jetzt sagen Sie natürlich vielleicht, ja, er trinkt. Was ist da interessant daran? Das ist ja nichts Aussergewöhnliches. Doch, es ist etwas Aussergewöhnliches, weil einige Handlungen von einem Bundesrat polarisieren natürlich grauenhaft. Und ich will Ihnen gerade zeigen, wie man das da genauer kann. Frei präparieren, das Thema. Schauen Sie sich das Bild genau an. Ich kann ja ein bisschen führen gehen. So. Moment. Ja, Herrschaft, wo sind wir denn da? Sehen Sie, es ist nur wegen Ihnen. Frau Rockenmoser-Johansson. Jetzt, ich has. Sie können wieder zuschauen zu Hause. Also, wir haben hier verschiedene interessante Menschen auf dem Bild. Wir haben hier einerseits zum Beispiel malen. Oh, ich muss wieder um die Ecke malen. Dann Appenzöller. Herr Kolla. Wir haben hier den Herr Gress. Und wir haben hier einen, den Herr de la Mura. Jetzt schauen Sie bitte, was passiert. Der Spieler da vorne trinkt und beobachtet jetzt auch mal die drei Herren, was mit diesen drei Herren passiert. Wir schauen zuerst einmal grossräumig den Herrn de la Mura beobachten. Er buckt sich ein bisschen vor, weil er kann es fast nicht glauben. Aus so einem grossen Becher wird da Weiss wie getrunken. Passen Sie auf, was weiter passiert. Mal den Strich ein bisschen wegnehmen da. Achtung, so. Jawohl. Oh, haben Sie es gesehen? Passen Sie auf sein Maul auf. Schauen Sie jetzt mal. Der Wein scheint sauer zu sein. Wahrscheinlich handelt es sich um einen Westschweizer Wein. Den kennt er. Schauen Sie, was er mit seinem Mühle macht. Sauer, sauer, sauer. Jetzt sagen Sie vielleicht, ja, das ist vielleicht eine Einzelhandlung vom Herrn de la Mura. Aber nein, passen Sie auf. Wir schauen mal, was der Herr Kolle macht in der gleichen Situation. Wir haben ihn da. Hopp! Haben Sie es gesehen? Zungen raus, Zungen rein. Aber er sagt, das ist ein Wattländerwein. Und ist ein bisschen sauer. Einzig der Herr Gress, der natürlich von dem gar keine Ahnung hat, der spitzt die Mühle schon. Aber er hat einen Kommentar parat, den wir nicht hören können. Er hat gesagt, es ist Mineralwasser. Moment, sehen Sie, da. Ist nur Mineralwasser, hat er gesagt. Herr Andretti vielleicht. Andretti. Ja, guten Abend. Guten Abend. Ich bin aus Deutschland. Ja, das hört man, dass Sie kein Deutscher sind. Weil so schlecht hat noch nie jemand am Schweizer Fernsehen einen Deutschen imitiert. Ja, aber du redest auch nicht besser Deutsch, oder? Nein, also ich will gerne über die Werbung reden im Schweizer Fernsehen. Ja. Auf Hochdeutsch, das wäre noch lustig, also da können wir alle lachen. Ich spreche halt wieder Hochdeutsch, aber nur wenn Sie auch Hochdeutsch sprechen, oder? Sie reden etwa so Hochdeutsch wie der Kachelmann. Ja, okay, das ist lustig. Gut. Also, jetzt sprechen Sie also Hochdeutsch mit mir, weil wir sprechen jetzt über die Werbung im Schweizer Fernsehen. Die sind ja teilweise wirklich überhaupt nicht lustig. Ja. Aber Sie sind ja lustig, oder? Müssen Sie lustig sein? Nein, aber Sie sind eben eher doof. Ja. Ja, und das ist doch, das ist nicht... Können Sie mal beschreiben, was Sie doof finden? Wie soll ich das jetzt nun erklären? Sie sind einfach fast so bünzli. Wissen Sie, was das heißt, oder? Ja.
gut. Ich weiss genau, was das heisst. Also ich meine, so ein bisschen eher Aargau-mässig. Das ist natürlich überhaupt nicht gut gewesen. Das nicht, halt, ich werde noch schnell das Rätsel lösen. Tun Sie wieder zurück in die gut, alte Rolle. Ich möchte noch das Rätsel lösen. Gut. Das Rätsel machen wir erst später. Ja gut, aber wir haben dann ein wichtiges Rätsel haben wir bereits gelöst. Wir haben die Frage gelöst, ob Sie ein Aargauer sind oder nicht. Und Wir wissen es nun, Sie sind ein Aargauer. So, Herr Brändli, Sie haben auch eine Frage an der Werbung. Müssen Sie gar nicht erst kommen mit dieser Frage. Wir haben hier einen interessanten Brief bekommen, verschiedene Briefe wieder. Ein interessanter Brief von Hans-Uli Ammann, Stadtweg 46, Rheinfelden. Ich muss vielleicht vorlesen, weil es klein geschrieben ist. Er sagt am Schluss einfach, hat die letzte Sendung gesehen. Wenn ich den Karabiner von Herrn Baumann griffbereit gehabt hätte, dann müsste ich jetzt ein neues Fernsehgerät kaufen. Ist dies der eigentliche Zweck der Sendung? Ja. Herr Ammann, ja. Und nachher putzen. Hm? Frau Boromini. Ja, guten Abend, Herr Baumann. Guten Abend, ah. Wieder mal ein Wasler, hä? Ist das schön. Also, ich wollte sagen, dass der Kurt Eschbacher und der Anton Mosi mal die faszinieren, wie die kochen. Ich finde das so lässig. So richtig einfach frisch vom Herzen weg. Also, Kompliment an die Sendung. Ich finde das toll, dass sie die ausstrahlen. Das ist wirklich ganz toll. Ja, aber die kochen auch gut. Ich meine, das ist ja kein Kunststück, für so eine Sendung ausstrahlen, wenn zwei so gut kochen. Ja, ich weiß nicht, wie die zwei kochen. Ich habe noch nie mit denen dürfen probieren dürfen. Ja, aber wenn man die Sendung sieht, dann weiß man, dass es gut schmeckt. Das muss so sein, ja. Und dann zweitens wegen der Nachgauer. Also ihre Sendung finde ich super und die Witzli, die sie machen, auch. Aber dann ja, mein Chef ist ein Nachgauer. Oh, das tut mir jetzt aber leid. Nein, das tut mir jetzt leid. Das war ja nie so gemein. Das ist eine gewohnte Sache. Sie glaubt es nicht. Jesus Gott, wie können wir ihrer Schwester eine Freude machen? Was können wir ihr geben? Moment, Schwester, nicht Schwester, der Chef. Der Chef? Ja, das ist ja gar kein Problem. Der Chef ist das denn da? Also, hören Sie uns, sagen Sie mal. Sollen wir es Ihnen schicken? Sollen wir es Ihnen schicken? Ja, können wir machen, kein Problem. Gut. Wir schicken aber, wenn wieder ein Aargauer ist, nur ein Tablet, das ist frissen das ganze Päckchen. Ja, ich glaube, es ist besser. Ja. Schon besser, hä? Ich kann gar nicht mehr arbeiten. Also, ist gut. Dann bleiben Sie noch am Apparat, dann kann man Ihre Adressen aufnehmen und das dann schicken. Sagen Sie mal, Sie kommen ja auch aus dem Aargau. Jetzt rede ich schon Hochdeutsch mit Ihnen. Sie kommen ja auch aus dem Aargau. Woher kommen Sie denn genau? Ich komme aus Dänemark, Kopenhagen. Aha. Aha. Gut. Aber sie ist im Aargauischen Frauenverein. Wir haben eigentlich wollen, dass die Frau Irmelin Gehrig. Was macht? Was tun Sie da immer so flirten? Tuck, 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 tuck. Sie könnten vielleicht für uns ein Glas Wasser holen oder vielleicht ein Chardonnay. Vom Herr Hess vielleicht, einen schönen. Oder? Das würden Sie nehmen? Oder machen Sie es nur mit dem Glauben, Wasser in Wein verwandeln. Wir hätten gerne Frau Irmelin Gehrig dran gehabt, also bei uns. Oder Ihre Mitarbeiterin in der Fachgruppe Medien vom Aargauischen Katholischen Frauenbund. Das ist ja ein Zungenbrecher. Nicht? Frau Krämer, aber wir haben die beiden nicht erreicht. Wir sind froh, dass Frau Rockenmoser Johansson gekommen ist. Also übrigens, man lernt in der Sprechausbildung so Sätze wie «Der Papst hat spiert Speck bestellt, hat Speck bestellt». Wir probieren es zusammen miteinander. Probieren. Bist du bereit? Achtung, sagen wir es im Chor. Achtung, der Papst hat Spiert, Speck, Spab bestellt. Ich kann es nicht. Kamera mal. Aber jetzt gibt es einen viel schwierigeren. Das ist Fachgruppe Medien des Aargauischen Katholischen Frauenbundes. Können Sie mal daheim trainieren? Danke vielmals. Ist zwar kein Chardonnay, aber ist Wasser. Sie haben mich verwechselt. Ich kann es nicht mit dem Glauben machen. Sie tut es mit dem Glauben umwandeln. Frau Fischli. Frau Fischli. Geile Sau, du. Ja. Sprich, mein Kind. Hallo. Heimatland. Aargau. Herr Pfister? Ja, ciao, Frank. Ciao. Du hast auch eine Frage. Jetzt wollte ich mal schauen, ob du das noch kannst. Ich bin hier von einer Nachwuchsband aus Bern. Ich wollte mal anrufen, ob du uns bekannt machen kannst. Okay, kommen wir in die nächste Sendung. Wann ist die nächste Sendung? 17. Juni. 17. Juni. Tönt ihr schicken, Schweizer Fernsehventil zu Handen Beat Hirt, sofort öffnen. Wir kommen in die nächste Sendung, dann ist das geritzt. Also prima, ciao.
Wir können es nachher dann überprüfen, ob wir es gemacht haben. So, wir haben hier noch mal eine Kleinigkeit, das ist aber nur etwas ganz Kleines am Rande. Was machen Sie denn bei dieser Frau die ganze Zeit? Kontrollieren. Gehen Sie mal auf die andere Seite und kümmern Sie sich um den Hund, rühren Sie Bälle rühren oder irgendetwas. Letztes Jahr hat man den Stuhl weggezogen, jetzt das. Das ist ein bisschen krass, weil bei dieser Siegergeschichte da hat der Herr Ogi ja jedem die Hand geben, nur da in diesem speziellen Fall geht es nicht. Hey. Sehen Sie, er ruft noch, hey! Er ruft noch, hey! Achtung! Hey! Hä? Weil er hat ihm die Hand nicht gegeben. Das kann passieren, wenn man so einen Meistertitel hat, ist man ein bisschen aufgeregt, hat vielleicht schon ein bisschen Champagner getrunken. Aber jetzt, was passiert? Er rastet aus. Unser Ogi, den wir immer als Sympath angeschaut haben in dieser Sendung, rastet aus und, passet Sie auf, knallt dem einen an den Hinterkopf. Tack, haben Sie das gesehen? Hey, das geht eben unter in der Fernsehberichterstattung. Nochmal, ho, hopp, check. Und schauen Sie mal, wie der Kopf da von ihm. Schauen Sie jetzt mal, wie der Kopf aus der Fassung geraten. Hopp, da sind wir zu weit. So. Nochmal, tack. Oh, hopp, haben Sie gesehen? Deutlich über die weiße Grenzmarkierung raus. Das ist die andere Seite. Das ist die andere Seite, die wir eben nicht kennen. Wir sehen ihn immer als netten, sympathischen Bundesrat. Und dann hinterrücks haut er irgendwelche Spielereisen an den Hinterkopf. Herr Schmidt. Ja, Sali Frank, das ist der Oli. Sali Roli. Lass mal, ich knall dir jetzt nicht gerade ein. Weil bist du eigentlich ein Rassist oder was? Ich meine, mit dem Kantönli-Geist kommen wir auch nicht weiter. Wir sind europaorientiert und mit dem Kanton da rassistisch da hast du recht. Da bringt's nicht. Da hast du völlig recht. Sag jetzt mal, in welchem Kanton lebst denn du? Ja, eben, ich wollte so dich nicht wieder provozieren, oder? Weil, nein, du gar ich bin ja, schon gerade wieder nein, ich bin ja nicht, ich bin ja auch gar nicht aggressiv, man kann mich nicht provozieren. Aber du bist ein Angehauer. Ja, richtig. Komisch, dass du das gemerkt hast. Dann bist du natürlich Partei. Ja, das ist auch wahr. Aber ich bin Schweizer und wie du auch als Zürcher, oder? Darum finde ich, haben wir zusammen, machen wir weiter. Gut, das müssen wir vielleicht mal in der Projektgruppe, Fachgruppe Medien vom Aargauischen Katholischen Frauenbund. wären Sie einverstanden, wenn wir würden jetzt also die Grenze fallen lassen zwischen Aargau und Zürich? Ja, wir werden erstmal Stellung nehmen. Ich werde mir ein paar Notizen machen und dann sitzen wir zusammen in der Gruppe. Und aha. Ja, vielen Dank. Gut, ja. Das wäre gut. Okay. Ja, will sonst sein. Ja. Okay, dann sind wir froh, dass wir das so können. Ich habe aus dem Aargau, aus Oberehlinsbach, eine wunderbare Krawatte bekommen. Er hat mich gebeten, die Krawatte anzulegen. Es war ein Herr Josef von Ax, der mir die gegeben hat. Und das ist eigentlich eine von der ganz schönen Krawatten. Weiss ist auch schräg gestreift. Es wäre eine schöne Nachfolgekrawatte zu der, die ich schon hatte. Cravateria Veneziana aus Italien. Also ein sehr schönes Modell. Was ich einfach typisch finde für den Aargau, sind dann einige kleine, miese Schweinereien, wo ich mich frage, muss ich mir so eine Krawatte, so eine Aargau-Krawatte um den Hals umhängen? Ich meine, es hat ja alles seine Grenzen. Das ist aber typisch. Vorne schräg streif, aber hinten durch Säule. Typisch. Wir haben hier ein anderes interessantes Beispiel aus der Mediengeschichte, nämlich den Fall Kälin. Wenn Sie das Bild genau anschauen, dann werden Sie mit ein bisschen Kennerblick und Routine feststellen, dass ein Soldat da nicht wirklich das Gardemass hat. Das wäre der da, ist eher kleiner. Und das hängt damit zusammen... Aufpassen! Das hängt damit zusammen, dass der Soldat gar nicht der Soldat ist, sondern die Monika Kälin, die wir am Schweizer Fernsehen dürfen bewundern in der vollen Kampfmontur. Sie wird da ein bisschen hin und her geschickt von dem Chef da, Materialausgabe. Und jetzt sagt er Folgendes. Wenn Sie sich gut zuhören, die Hei. Auf eins Glied! Wir sammeln auf eins Glied. Und jetzt schauen Sie den Ausdruck von der Frau Kälin an. Sie wittert natürlich Waldluft, besammeln auf eins Glied, nimmt Mass und tut sich gerade ausrichten. Sie hat im Moment, hat sie gesehen, wie sie runtergeschaut hat, wie sie hat nicht gewusst, auf welches Glied sie sich soll besammeln und ist dann aber super in die Formation eingestiegen. Und da, also sie hat gesagt, ich bleibe da, der linke und der rechte, beide sind nicht interessant. Oder sehen Sie da oben? Hopp.
Check. Über. Das ist eben der Opportunistenblick eigentlich, den man dann kennt. Herr Dunkel. Frau Dunkel. Oh, Entschuldigung, Frau Dunkel. Nein, Entschuldigung. Bitte, bitte, guten Abend, Frau Dunkel. Guten Abend, Frau Dunkel. Ich wollte eigentlich nur etwas zu Ihrem Outfit sagen. Haben Sie nicht einen besseren Schneider? Das ist so ein bisschen Schopenhof-Gusti-mässig. Wie? Schopenhof-Gusti-mässig sind Sie angezogen. Wer ist denn der Schopenhof-Gusti? Ja, das überlasse ich Ihnen, das herauszufinden. Kommen Sie mal in einem besseren Outfit. Noch also Sie haben ein Schneidergeschäft? Nein, das kann ich nicht. Das kann nicht dienen. Also das ist ja eine der teuersten Krawatten weltweit, oder? Das ist eine Krawatte von der Firma Fabric Frontline. Wir haben ja den Mann schon mal bei uns im Studio gehabt. Ja, ich habe bekannt. Rumgefummelt hat. Dann der Kittel ist eine Massarbeit. Specially made. So sieht es nicht aus. Specially made von Mr. Baum. Und das Billigste an meinem ganzen Outfit ist der Kugelschreiber. Es sieht aus, als ob es eine Kuh in der Schnur gehabt hat. Das tut mir leid. Das hat okay. So nicht angefangen mit Ihnen. So. Nein, also das ist jetzt wirklich. Es war eine Verletzung eigentlich von Ihnen jetzt. Ich hätte das gerade von Ihnen nicht erwartet. Herr Zollinger. Ja, sorry Frank, das ist der Albert. Albert. Also dieses Outfit finde ich im Fall gut. Und danke. Die meisten wissen ja gar nicht, was du musst machen musst vor der Sendung. Darum darfst du ein bisschen verkrügelt sein. Ja, das ist natürlich im Fernsehschaft wird man verkrügelt, weißt du? Ja, ja. Jetzt schreibt mir der Regisseur immer in die Tür, ich soll die Kamera schauen. Erstens ist es ein Mann und zweitens suche ich da Frau Kählin. Was soll ich jetzt machen? Also, ich hätte noch einen Vorschlag zu machen, gell? Ja. Zwei. Also einer für drei, hä? Das ist der Rest. Den kennst du, oder? Ja. Also ich würde es sofort rauslassen. Und dann müsst ihr zur Pflicht unsere Finanzen in Ordnung bringen. Und zwar unsere Staatsfinanzen. Ich meine, ja. Das ist ja Genie, oder? Würde in die Landwirtschaft investieren, wahrscheinlich. Ja, meinst du? Ja, hat er ja probiert. Ja gut, und der Huber, dann müsst ihr mit mir aus gesehen etwas machen. Der Raffi? Ja, der Raffi, ja. Der könnte ja... Dann müsst ihr von mir aus gesehen schauen, dass der Wein und besser billiger wird in der Schweiz. Findest du das nicht zwei gute Vorteile? Er könnte beides führen im Bundeshaus. Ja, das wäre auch nicht schlecht. Zum Beispiel. Also, los, ich schmeiße dich da raus. Darf ich vielleicht Frage an die Regie jetzt endlich den Beitrag suchen? Gut, er sagt ja. Kann man dich auch über den Lautsprecher hören? Sonst meinst du, du sagst ein Phantom? Ja. Ja, gut. Also, Sie sehen da Gefechtsschüsse mit der Monika Kählin. Und wer ist das? Sie werden es gerade sehen, Sie werden es an der Stimme kennen. Langsam drücken, langsam, langsam. Aber hey, ja, muss wie eine Eier ist, wie? Wer ist es? Nein, es ist nicht der Bundesrat Gotti. Es ist die abgespeckte Nella Martinetti, die wir hier sehen. Los jetzt nochmal gut zu. Drücken wie ein Haar gekochte Ei. Hey, ja, muss wie eine Eier ist, wie eine Eier. Langsam, langsam. Lang. Hey, habe ich getroffen? Wie eine Eier ist. Voll wie Flaschen leer. So, Claudine Kocher. Ja. Ja. Grüezi, Herr Baumann. Sie hat etwas wegen dem Risiko. Ja, genau, ich habe ein Problem mit dem Risiko. Und irgendwie möchte ich gerne oder frage ich euch, ob es da nicht irgendwie eine Vorwarnung könnte geben, bevor es die Sendung anfängt, damit man rechtzeitig umschalten kann. Gut, jetzt muss ich Ihnen sagen, ich kenne das Gefühl. Ich kenne es, weiss Gott, aber die Sendung heisst Risiko. Risiko. Und alles, was Sie machen im Zusammenhang mit dieser Sendung, ist sehr riskant. Und da heisst es, auf der Medizinalpackung heisst es für Risiken und Nebenwirkungen etc. Ja, aber ihr heisst ja Ventil. Also ruft ihr euch an, weil ihr ein Ventil seid. Eben, sie sind bei mir genau am richtigen Ort. Sie sind genau am richtigen Ort. Aber Risiko heisst einfach Risiko. Und da weiss man natürlich, dass man das ganz auf eigenes Risiko schaut. Ventil, auf was Ventil, wie kann man das schauen? Das hat ja keinen Bezug zum Risikofaktor, verstehen Sie? Ja, eben darum möchte ich gerne, dass das Risiko gar nicht stattfindet und eine Vorwarnung ist. Ja, das finde ich jetzt wieder ein bisschen absolut. Intolerant, muss ich sagen. Nein, hätte ich von Ihnen nicht jetzt intolerant. Nicht erwartet. Das Risiko soll doch laufen, wir schauen etwas anderes in dieser Zeit. Oder? Wir können ja zusammen etwas oder das Buch lesen. Ich habe da ein interessantes Buch. Umschalten. Ja, können wir auch. Oder eben das Buch lesen. Ich habe ein interessantes Buch mitgebracht. Das hat der Herr Charles Lewinsky geschrieben. Und das heisst der A-Quotient. Theorie und Praxis des Lebens mit Arschlöchern. Und ich muss Ihnen sagen, das Buch ist wirklich ein Trouvaille. Erstens mal, einer der grossen Lehrsätze, die Arschlöcher sind immer die anderen. Das müssen Sie sich gerade mal merken. Und ein anderer Lehrsatz ist, dass egal wie gross eine Gruppe ist, in jeder Gruppe von Menschen liegt der Anteil der Arschlöcher immer
Über 50%. Sehen Sie das? Das heisst also, die Arschlöcher haben immer die Mehrheit. Ich sage Ihnen wirklich, das ist ein ganz cooles Buch. Wenn Sie das lesen, gehen Sie völlig gelassen und ausgewogen durchs Leben. Es wäre auch mal etwas, was die Fachgruppe Medien anschauen könnte. Literatur, neue. Entschuldigung. Ich spüre doch, dass Sie da hinten am Küscheln sind. Entschuldigung. Aargauer. Eben. Der A-Quotient müssen Sie sich kaufen, Charles Lewinsky. Ist mit dieser Frau Lewinsky nicht verwandt, ist ein anderer. Herr Pavils? Ja, kannst du mir auch Pascal sagen? Pascal. Also, ich wollte fragen, bist du an der Erotikmesse am Wochenende? Nein. Nicht, aber woher hast du die Sachen da? Was hast du gerade in den Händen vorhin unter dem Tisch? Ah, man hat Beziehungen. Das ist ein Mitbringsel. Das fehlt dann der Frau jetzt daheim, oder was? Nein, das ist von der Fachgruppe Aargauischer Katholischer Fraubund, Fachgruppe Handwerken. Ja. Ist das? Und, ja. Kennt das Ding einig? Es ist übrigens ein sehr interessantes Ding. Das ist der sogenannte Viagra-Hammer. Aha. Und man muss immer schauen, was passiert, wenn zum Beispiel jetzt der Hund den Viagra-Hammer sieht, wie er dann reagiert. Komm da hin, komm schauen. Viagra, komm. Das war ja wieder der verspielte Gärtner da hinten. Los, Bub. Schau mal da. Was passiert mit dem? Jetzt sehen Sie, er schnuppert ihn zuerst ab. Vielleicht muss man ein bisschen mehr ins Licht kommen, damit Sie es besser sehen. Ja. Und jetzt, wie er völlig aggressiv reagiert. Da, sehen Sie? Und jetzt sehen Sie, was das bedeutet, wenn man plötzlich mit so einer Wahnsinnserektion müsste rumlaufen. Nehmen Sie mal an, Sie haben einen Hund und Sie kommen aus dem Badzimmer raus mit so einer Erektion, mit einer Viagra-Erektion. Das ist ein gewaltiges Risiko. Ja, weil das können Sie keinem Hund verbieten, dass er dann plötzlich reinbeisst. So, und woher hast du die Tabletten? Ja, die Tabletten, die habe ich vom Schweizer Fernsehen. Ja. Es ist eben so, ich habe die als Preis abgeben. Es ist also ein ungebrauchtes, versiegeltes Päckchen, Viagra. 30 Tabletten, 50 Milligramm. Aber der Chef, der Schellenberg, hat gesagt, er gehe auf Heidelberg. Und ob wir ihm das nicht aufsparen können, weil er das gerne mitnehmen will. Er nimmt seine Frau mit, aber sie kommt am Samstag schon heim. Haben wir heute auf dem Latrinenweg gehört. Wahrscheinlich. Okay, wir lernen das und tschüss. Frau Meier. Frau Meier, kann ich Ihnen helfen? Ja, eine Frage wegen den Aargauer. Ja. Was haben Sie eigentlich konkret gegen die? Nichts. Sie sind ja auch keine. Ich schon. Ich wohne im Aargau. Ah, aber Sie sind keine Aargauer. Sie haben einen Bündner Akzent. Und noch etwas wollte ich Ihnen sagen. Haben Sie einen Bündner Akzent? Ja. Eben. Aber der Aargau ist froh, dass er Sie als Bürger gerne kriegt. Aber ich habe meine Frau von dort importiert. Also sie ist eigentlich von Solothurn, sie kommt lustigerweise von Obererlinsbach. Und Erlinsbach, dort ist ja die Fachgruppe Medien domiziliert, vom Aargauischen Katholischen Frau. Dann muss man ihnen aber kondolieren. Wenn meine Frau oder mir? Nein, ihre Frau. Aber meine Frau ist ja die Aargauerin. Also sie ist im Aargau aufgewachsen, sie ist eigentlich Solothurnerin. Nein, dass sie sie als Mann hat. Wettet sie mich nicht als Mann? Nein, ganz sicher nicht. Dann lieber eine Frau. Ist jetzt aber ein bisschen mutig, was Sie da sagen? Nein. Werden Sie mit uns über etwas reden? Wollen wir das Thema vertiefen? Nein, ich bin ganz sicher nicht. Wollen wir einen Kreis bilden? Vielleicht? Uiuiui, also das Outing, das fährt einem ja immer grausam. Ich kann da vielleicht noch mal schnell bei der Monika Kählin bleiben. Da haben wir Soldaten aus dem Aargau. Jetzt haben wir fast ein Lied verdient. Okay. Und so, das ist die erste Aargauer Kompanie, eine reine Aargauer Kompanie, die sich zusammensetzt aus aargauischen Ländlerfreunden. Jetzt mal schauen, was die machen, im Militär. Ausgelassen. Das muss doch sein. Ein bisschen Glück. Ein bisschen. Man muss es sehen, es gibt ja Panzergrenadier, Artillerie, Fusilier, Train-Soldaten. Da gibt es noch die. Das sind jetzt die ganz Armen. Ich meine, das sind ja alles, das sieht man an der Frisur, das sind ja Hip-Hopper, oder? Und die werden genötigt. So ein Seich mitzumachen, das ist ja unglaublich. Also, es gibt nichts, was es nicht gibt. Wir haben es für Sie angeschaut. Und wir machen weiter mit dem Herrn Walmer. Herr Walmer.
Jawohl, guten Abend, Frank. Guten Abend. Nochmal auf die Aargauer Rassismus. Oh, nicht immer auf die Aargauer. Nein, wir können ja mal über andere reden, über Zürcher oder so. Zürcher, ja. Du, nein, ich finde es generell über die Aargauer herziehen. Es gibt auch die gute. Sie nerven nur, wenn sie auf der Autobahn sind. Ja. Was? Eben, sie nerven nur, wenn sie auf der Autobahn sind. Aber es gibt auch gute Aargauer, wenn auch wenig. Ja, das gibt's. Die sind natürlich, darum haben die alle ein Nummernschild hinten dran, mit AG, damit man es gerade kennt. Ich habe schon gedacht, am besten wäre eigentlich, wenn man hinten anstelle von der Autonummer eine Telefonnummer drauf tun würde, dann könnte man den Aargauer damit gerade anrufen. Wenn es auch vor einem herumhätterlet. Im Stau. Oder die haben ja so den Plausch am Stau, dass sie extra noch eine Staustelle gebaut haben. Das muss man sich auch mal überlegen. Pascal Mäder. Ja, Sally Frank. Sally. Du, ich wollte mit dir darüber reden, dass du dir gerne da die Backe stressen. Er ist ein Angestellter. Ja, aber er darf doch Leute mal mit dieser Frau kleiderle. Das ist interessant. Misch doch du dich nicht ein, wie ich mit meinen Angestellten umgang. Was ja, meinst du überhaupt? Der Backer, die da hinten an, tut dem Hund etwas. Oh, willst du einen Wettbewerb machen? Ja. Also, er reist nach. Komm mal da hin. So. Er reist nach, sagen wir mal. Kreta. Mit der Helvetik nach Kreta. Das ist unser heutiges Bilderrätsel. Ja, was für einen Begriff suchen wir? Ja, in welche Richtung geht's? Ja, in die. Schauen genau an. Da, noch das Ding. Ja, Hund Gottes oder so. Nein! Heimatland! Was haben wir da noch auf dem Monitor Schönes für Sie parat? Wir haben den Herrn Bundesrat Oggi, der grosse Rede abliest, unter anderem der letzte Satz, der ein schwerer Satz ist, weil es kommt das Wort Felo drin vor. Das Feloland Schweiz. Feloland, Achtung. Das Feloland Schweiz ist eröffnet und es herrscht Freude. Gut. Jawohl, das Feloland Schweiz ist eröffnet. Herr Morellini. Herr Morellini, wir hören Sie. Wenn Sie nur etwas sagen. Sagt nichts. Wenn wir hören, was der Herr Lippbunder gesagt hat. Oh nein, ich habe viele bessere Idee. Wir schauen ganz etwas anderes an. Unsere gemeinsame Freundin vom 10 vor 10. Passen Sie auf. Die im Zuge der gestrigen Razzia in der Schweiz verhafteten Algerier haben Sie sich in Sie doch einfach als bitte mal nur auf diese Partie da schauen. In der Schweiz verhafteten Algerier haben sich in Zürich als Fälscher... Stopp, gehen wir noch ein bisschen enger. Wir mal nur auf die Partie schauen. Algerier haben sich in Zürich als Fälscher von Pässen betätigt. Das Hopp. Meldet die Bundesanwaltschaft. Nochmal, es geht weiter im nächsten Abschnitt. Zwei Meldungen Hopp. Zur Wirtschaft. Die Deutsche Bank Hopp. Will ihre Stellung auf dem... Ist ja interessant, was man mit zwei Augenbrauen alles machen kann. Mal schauen, ob es noch mal mehr gibt. Ui, jetzt ist es ganz krass. Und hier weitere Wirtschaftsmeldungen. Der Schweizer Franken soll künftig nicht mehr direkt durch die Goldreserven der Nationalbank gedeckt werden. Das war's von Ziffer 10. Danke und bis morgen. Auf Wiedersehen. Herrschaft, aber sie ist eben eine sympathische, wenn sie so schaut. Dann ist sie sympathisch. Jetzt haben wir ihr jetzt echt Unrecht da mit diesen Augenbrauen. Hm. Herr Bär. Grüezi. Hallo? Ja? Wissen Sie noch etwas anderes zu sagen? Grüezi, ist nicht gerade viel gewesen? Ja, ich wollte von Ihnen wissen, ob es nicht mehr Römerfilme im Schweizer Fernsehen geben könnte. Ich finde die geil. Da haben Sie sich aber sehr gut vorbereitet auf das Statement. Sind Sie tiefgefroren gewesen die letzten zwei Jahre? Römerfilme sind schon lange nicht mehr gekommen, aber ich habe für den Notfall immer einen Römerfilm dabei. Und manchmal wäre es tatsächlich natürlich sehr gut, wenn man mehr Römerfilme hätte am Fernsehen. Jetzt haben wir wen dran? Den? Ich kann es leider nicht lesen. Der Herr Örtli. Herr Örtli. Das ist Gommel. Bitte? Salü, das ist Gommel. Ja, wenn wir mal miteinander versuchen, den Fernseher abzustellen. Ein bisschen abzuschrauben. Der sollte eigentlich sein. Jetzt ist gut, bevor er es pfiffen. Also, erstens, die Sendung gefällt mir sehr gut. Komplimente dafür. Und das Zweite, du hast in einer früheren Sendung mal so ganz beiläufig mit dem Bleistift. Hast du im Kopf verschwunden lassen, so ein feines Kabinettstückchen. Wenn du bei Gelegenheit mal einfach wieder springen
Exakt, da. Und jetzt noch Zeitlupe, damit alle mitkommen. Ja, aber das ist Wahnsinn. Das zeigt ja nur, wie hohl das da oben ist. Das geht das ja gar nicht. Ist jedem gut. Anderen würde sich in den Hirnwindungen stecken, sich verfangen. Okay. So. Dann hätten wir hier noch einen interessanten Fall vom TAF. TAF, das ist die Sendung, die am Mittag an mich kommt. Und da sehen wir jetzt in dem, was ich Ihnen zeigen werde, den Kräuteroski. Kräuteroski ist ein absoluter Starkoch. Der tut auch Rosenblättchen panieren etc. Und der Kräuteroski... Und der tut auch die Kochsendung managen. Leider müssen halt die Fernsehzuschauer jetzt halt noch etwas verzichten darauf, aber für das müssen die zuerst in den Wald sammeln, damit er noch hat so im Champagne. Jetzt passen Sie auf den jungen, aufstrebenden Fernsehmoderator auf, wie er reagiert. Und ihr kommt. Also, es klopft. Es klopft. Er hat einwandfrei eine Bildbeschreibung gemacht und genau das kommentiert, was man sieht. Er kommt vielleicht sogar aus dem Bereich Sport. Also, es klopft. Es klopft. Jawohl. Überhaupt kann ich Ihnen diese Sendung nur sehr empfehlen, weil es kommt ja immer, wenn da gekocht wird, wird ein Moderator nebenan stehen und genau uns das beschreiben, was wir sehen. Das ist immer sehr interessant, weil man ist ja nie sicher, ob das stimmt, was man sieht am Fernsehen. Da wird also alles repetiert, was gemacht wird. Und es ist unglaublich toll, weil es ist eigentlich eine von diesen Sendungen, die es der Moderator gar nicht bräuchte, wo einfach der Koch alleine kochen könnte. So, nicht, dass Sie da waren, Frau Rockermoser-Johansson. Ist es, hat es für Sie gestimmt? So? Ja, das stimmt schon. Ja. Das stimmt. Ja. Gut. Ich hoffe, wir sehen uns wieder am 17. Juni. Dann werden wir die Sendung von außen machen. Ich werde also von außen gehen, aus dem Studio raus. Das ist natürlich viel teurer, viel riskanter auch. Und wir werden das mit Ihrem Konzessionsgeld machen. Wir werden das auf den Putz hauen. Und wenn Sie anrufen und eine freche Schnurre haben, dann hauen wir Ihnen eins dort drauf. Und zum Dessert grillieren wir den Hund. Schade, haben Sie den Wettbewerb nicht lösen können. Es wäre interessant gewesen. Ich kann Ihnen noch schnell sagen, was wir gesucht haben. Mama sitzt so. Das ist der katholische Frauenhund, den wir gesucht haben. Schade. Es wäre um eine Reise gegangen. Nach Kreta.